in diesem Video. Ich nochmal. Hohe Frequenz der Motorräder, die an sich schon als belästigend empfunden wird. Eins nach dem anderen. Wird geil. Wird wirklich geil. Wird geil. Erbärmlicher geht's ja wirklich nicht mehr, oder? Also das ist wirklich erbärmlich. Sorry. Lärmbelästigung durch Einfahrt in den Ort mit hoher Geschwindigkeit und Abbremsen mit Motorbremse. Die Motorradfahrer im Allgemeinen sind das Problem. Vielleicht bin ich auch zu blöd. Das Pilotprojekt Holzminden. Willkommen bei den Motorradnachrichten. Heute mit einem etwas anderen Video. Ich muss schauen, dass ich bei dem Video ruhig bleibe. Ich werde da auch viel meine eigene Meinung mit einbringen, denke ich mal. Und wahrscheinlich ein bisschen ragen. Deswegen jetzt auch an diesem Ort, den ich mir ganz bewusst ausgesucht habe. Und zwar der Grund ist dieses Verkehrszeichen, Durchfahrtsverbot für Motorräder. Viele haben ja wahrscheinlich gedacht, die Sonntagsfahrverbote, die mal eine Zeit lang stark im Gespräch waren, und die ganzen Streckensperrungen und das alles, das wäre Schnee von gestern, das hat sich abgeschwächt, das wäre vorbei. Nein, es ist nicht so, es brodelt im Hintergrund immer noch. Es gibt ganz viele Strecken, die von Streckensperrungen bedroht sind. Und das ist jetzt auch der Grund, warum wir jetzt heute mal wieder über dieses Thema reden müssen. Und zwar ganz konkret geht es jetzt, ich habe hier einen ganzen Katalog mehr oder weniger, auf den ich jetzt heute mal eingehen muss. Ganz genau geht es hier um ein Pilotprojekt in Holzminden, und zwar von der Deutschen Umwelthilfe, die dafür natürlich auch beauftragt wurden, und zwar von der SPD, CDU, FDP, Bündnis 90, die Grünen und von der Unabhängigen Wählergemeinschaft, also der UWG. Hier müssen wir mal das Ganze ein bisschen genauer betrachten. Wie gesagt, ich habe hier einige Blätter dabei. Es geht um bestimmte Maßnahmen, die auf bestimmten Strecken umgesetzt werden. Das ist nicht überall alles gleich. Da müssen wir auch teilweise ein bisschen ins Detail gehen. Also es wird wahrscheinlich ein bisschen längeres Video, weil doch spezifische Sachen dabei sind, auf die wir ein bisschen genauer eingehen müssten. Meiner Meinung nach zumindest. Okay, fangen wir mal an. Also wie gesagt, das niedersächsische Umweltministerium hat die Deutsche Umwelthilfe beauftragt, ein Pilotprojekt zu starten zur Maßnahme gegen Motorradlärm. Motorradlärm. Hier ganz speziell möchte ich darauf hinweisen, Motorradlärm. Es geht um Motorradlärm. Entschuldigung, dass ich das tausendmal wiederholen muss, aber das ist ein Punkt, über den ich mich nachher garantiert noch aufregen muss. Ich kürze das Ganze mal ein bisschen ab, aber es soll im Endeffekt zu den jeweiligen Lärmhotspots passende Maßnahmen ergriffen werden. Also nicht überall dasselbe, nicht ein Pauschalpaket, sondern speziell auf die verschiedenen Strecken eingegangen werden. Was ja grundsätzlich schon mal nicht schlecht ist eigentlich und zu begrüßen ist. Jetzt kommen wir zum Hintergrund, warum die ganze Maßnahme überhaupt gestartet wird, beziehungsweise warum das Pilotprojekt ins Leben gerufen wird. Und zwar, ich lese hier vor, immer mehr Motorradverkehr an den Hotspots, immer leistungsstärkere Motorräder und eine Menge technischer Möglichkeiten, die bestehende Zulassungsregelungen in Sachen Lärm zu umgehen. Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass die Zahlen in den Zulassungspapieren der Kreder mit der Realität nichts gemeinsam haben. Das ist ein Punkt, auf den müssen wir nachher auch noch mal genauer eingehen. Dann geht es so weiter und bla 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 bla, dass jedes zweite Motorrad lauter ist als 87 dBA, jedes dritte lauter als 90 dBA und das bei zugelassenen 77 dBA im Fahrzeugbrief. Hinzu kommt eine extrem lärmverursachende Fahrweise vieler Fahrer. Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass bereits ergriffene Maßnahmen wie das Aufhängen von Plakaten oder Lärmdisplays oder vereinzelte Kontrollen nicht zu maßgeblicher Lärmverringerung führten, teilweise sogar zu lärmsteigenden Trotzreaktionen. Also das ist für mich, allein dieser Satz ist für mich schon ein Armutszeugnis an sich. Also zum einen kenne ich eigentlich nur Studien und höre es von allen Seiten, die das getestet haben und die sich wirklich damit beschäftigt haben, dass Lärmdisplays wirklich was bringen, dass die wirklich zu einer Verminderung des Verkehrslärms führen. Und hier wird genau das Gegenteil behauptet. Worauf sich das stürzt, kann ich jetzt aktuell nicht sagen. Was allerdings echt genial ist. Vereinzelte Verkehrskontrollen. Vereinzelte. Ihr wartet doch nicht, dass wenn da ein halbes Jahr oder in einem halben Jahr einmal die Polizei steht, dass sich dadurch was ändert.
das alleine ist doch schon Armutszeugnis. Das alleine ist doch schon von wegen, hey, wir wollen mit der ganzen Scheiße nichts zu tun haben. Wir wollen uns nicht wirklich drum kümmern. Wir wollen einfach bloß die Motorräder weghaben. Meine Meinung, was diese Meinung auch mit beeinflusst oder diese Meinung bestärkt, dazu kommen wir noch. Also da gibt es noch ganz viele Punkte, die mich zu dieser Meinung bringen. Aber eins nach dem anderen. Wird geil. Wird wirklich geil. Jedenfalls schreiben sie auch, dass das von den gesammelten Lärmdaten und den Zählungen belegt wird, die zu dem Ergebnis der Motorradlärmstudie außer Fern, also in Tirol, also zum Tiroler Modell passen. Also ihre Daten, die sie gesammelt haben, die jetzt nicht, auf die nicht weiter eingegangen wird, die mir leider auch nicht vorliegen, passen jedenfalls zum Tiroler Modell. Wie vorher schon gesagt, das steht hier jetzt auch nochmal, festgestellt werden kann auch, dass jede Problemstrecke eine spezifische Lärmproblematik aufweist. Ja, das macht Sinn, glaube ich. Dementsprechend sollte man dann auch spezifisch darauf eingehen, wenn man da was machen möchte. Aber wie gesagt, dazu kommen wir nachher noch. Dieses Schreiben, dieses Pilotprojekt oder dieses Anschreiben von der Deutschen Umwelthilfe stammt ursprünglich sogar schon vom 14. April diesen Jahres, wurde mittlerweile allerdings auch beauftragt. Die Beauftragung stammt auch schon vom 22.05. Da wurde das Ganze beauftragt mit gewissen Ergänzungen, also dem ursprünglichen Schreiben, das ich gerade zitiert habe zum Teil. Dem liegen halt auch gewisse Maßnahmen vor, die bei bestimmten Strecken umgesetzt werden sollen. Da ist ein ganzer Katalog dabei, auf den wir dann gleich noch eingehen. Und der wurde im Nachgang sogar nochmal erweitert und ergänzt. Begründung: Im Landkreis Holzminden gibt es sehr viele Straßen mit einer hohen Attraktivität für das Befahren dieser Straßen mit Motorrädern. Dies ist aber verbunden mit einer Einschränkung der Lebensqualität vieler Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, verbunden mit Wertverlusten für eine Reihe von Grundstücken und Häusern. Daher bietet sich gerade der Landkreis Holzminden für die Durchführung des vom Niedersächsischen Umweltministerium geförderten Pilotprojektes an. Jetzt gibt es da hier in dem kurzen Satz ein paar Punkte, auf die ich hier leider genauer eingehen muss. Zum einen: Das Niedersächsische Umweltministerium fördert dieses Projekt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das wirklich stimmt, aber es wird von 100.000 Euro gesprochen, mit denen dieses Projekt gefördert werden soll. Interessant ist, dass hier bei der Begründung nicht irgendwie die Raser als Begründung aufgezählt werden oder die Lärmverursacher, die mit so hohen Drehzahl fahren oder die ihre Einzelrennen fahren oder wie auch immer. Die sogenannten schwarzen Schafe der Szene, auf die wird ja sonst immer Bezug genommen. Das sind ja normalerweise immer diejenigen, die schuld sind an den Straßensperrungen, an den Streckensperrungen für Motorradfahrer. Die sollen ja angeblich immer schuld sein. In diesem Fall wird nicht der schwarze Peter denen zugeschoben, sondern die Motorradfahrer im Allgemeinen sollen hier bestraft werden, meiner Meinung nach, oder sollen reduziert werden. Die Motorradfahrer im Allgemeinen sind das Problem, nicht die schwarzen Schafe, nicht die einzelnen Raser, die einzelnen Lärmer, die einzelnen, die Wheelies machen oder sonst irgendeinen Blödsinn. Nein, Motorradfahrer im Allgemeinen. Aber okay, mancher würde sagen, ich sehe das vielleicht zu kleinlich, es sind ja die schwarzen Schafe gemeint. Dazu kommen wir noch. Abwarten. Wie gesagt, das Ganze wurde jedenfalls beauftragt und soll, soweit ich jetzt weiß, nächstes Jahr dann umgesetzt werden. Also nächstes Jahr wird es dann diesen Verkehrsversuch geben. Die Umsetzung. Was, wo und warum? Okay, dann kommen wir mal zu den möglichen Maßnahmen an den einzelnen Beschwerdeorten, die die Deutsche Umwelthilfe hier aufgelistet hat. Hier geht es jetzt erstmal immer um eine bestimmte Strecke, die Problematik und dann, was gegen diese Problematik gemacht werden soll. Ein paar Punkte kann ich vielleicht überspringen, aber im Großteil muss ich eigentlich wirklich auf die einzelnen Strecken eingehen, da das schon wirklich interessant zu lesen ist. Also ihr müsst euch wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Problemstrecke Rühle, Golmbach. Lärmbelästigung, insbesondere am Wochenende von April bis Oktober, Belästigung durch starkes Beschleunigen, bereits innerorts, also vor dem Ortsschild, Missachtung der zulässigen Geschwindigkeit innerorts, hohe Frequenz der Motorräder, die an sich schon als belästigend empfunden wird. Nochmal, falls es einer nicht mitbekommen hat. Hohe Frequenz der Motorräder, die an sich schon als belästigend empfunden wird. Es geht hier nicht um schwarze Schafe. Es geht um Motorradfahrer, um jeden.
Es sollen einfach weniger Motorradfahrer dahin. Nicht von wegen, ihr seid alle willkommen, nur die schwarzen Schafe, die wollen wir nicht. Aber ansonsten dürft alle hierher kommen und ihr Geld da lassen. Nein, die wollen keine Motorradfahrer. Also verstehe ich zumindest so. Wie ihr es versteht, könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, falls ich da was missverstehe. Korrigiert es mich gerne unten. Vielfaches Hin und Her, Rasen zwischen den Orten. Dadurch Lärmbelästigung im Landschaftsschutzgebiet, südliche Burgberghänge, Weinberge bei Hohlenberg und Rühle. Die Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm. Man möchte hier Lärmpausen an der L580 einführen. An jedem ersten Wochenende im Monat, also von Freitag bis Sonntag, im April bis Oktober und an den Feiertagen. Mir ist jetzt nicht ganz klar, ob jetzt mit den Feiertagen gemeint ist, wenn das erste Wochenende im Monat, wenn da ein Feiertag anschließt, dass der mit inkludiert wird oder dass in jedem Monat auch die Feiertage immer gesperrt werden. Ist mir jetzt nicht ganz klar, aber lassen wir es mal so stehen. Dann wollen sie an dieser Strecke das Tiroler Modell einführen. Das Tiroler Modell mit 90 Dezibel. Also 90 Dezibel. Soweit ich weiß, hat das Tiroler Modell, das in Tirol auch so umgesetzt wird, 95 dB. Also hier wird das Ganze nochmal um 5 dB runtergesetzt. Warum auch immer. Warum es dann trotzdem noch Tiroler Modell heißt, weiß ich auch nicht. Vor allem ist das Ganze sowieso so eine Sache, so eine kleine Problematik, da hier ja nur das eingetragene, in den Papieren eingetragene Geräusch zählt. Das hat ja nichts damit zu tun, wie du das Motorrad fährst oder wie laut das Motorrad unter der Fahrt ist. Das ist nur das Geräusch im Stand bei halber Motordrehzahl. Also auf Deutsch gesagt, wenn du hier im Stand, ich mache einen Motor an und keine Ahnung, die Maschine hat jetzt seit, ich glaube bei 12.500 Umdrehungen oder 13.000, 12.500 glaube ich, sind, hat sie 65 PS. 12.500 Umdrehungen, das heißt, ich muss das Ding bis 6.250 Umdrehungen hochdrehen im Stand und dann wird gemessen von wegen, wie hoch ist die Lautstärke. Das ist ein rein theoretischer Wert, der ursprünglich nur mal eingeführt wurde, damit die Polizei grob prüfen kann, ob an der Auspuffanlage irgendwas manipuliert wurde. Nur dafür wurde der Wert eingetragen oder eingesetzt. Der hat nichts mit einem realistischen Fahrgeräusch zu tun, überhaupt gar nichts. Aber naja, der wurde in Tirol eingeführt, ist da schon extrem umstritten und jetzt soll er hier in Deutschland eingeführt werden und nochmal um 5 Dezibel vermindert. Also etwas schwierige Sache, aber dazu kommen wir nachher dann auch nochmal kurz. Dann möchte man die Ortsschilder versetzen, weiter nach außen, also dass man im Endeffekt erst später aufs Gas gehen darf. Finde ich grundsätzlich gut. Das tut natürlich im Ort oder an den Ortsgrenzbebauungen auch den Lärm vermindern. Also grundsätzlich spricht da ja nichts dagegen und das dürfte den Motorradfahrer wahrscheinlich auch nicht stören, wenn er da mal ein paar Sekunden später das Gas geben kann. Also spricht jetzt nichts dagegen. Beidseitiger Lärmtrichter, 300 Meter Tempo 50 ab Ortsschild, also das nach dem Ortsschild dann noch für 300 Meter 50 km/h gilt. Ich glaube, das ist jetzt auch kein großes Problem. Lässt sich auch leicht mit ein paar Schilder umsetzen. Verringert eventuell den Lärm und ja, dürfte wahrscheinlich auch keiner was dagegen haben. Dann interessant auch wieder Tempo 30 für Motorräder in der Ortsdurchfahrt. Also nur für Motorräder. Nur Motorräder dürfen dann innerorts nur 30 fahren, alle anderen dürfen dann 50 fahren. Immer eine schwierige Sache, wenn es verschiedene Geschwindigkeitsbegrenzungen für verschiedene Fahrzeuge gibt. Das kann immer zu Problemen führen, innerorts wahrscheinlich weniger. Auf Landstraßen ist es teilweise, kann es für Motorräder wirklich gefährlich sein, wenn die teilweise, ist es ja so, teilweise dürfen die nur 50 fahren, alle anderen dürfen dann 100 fahren. Das kann wirklich zu gefährlichen Situationen führen. Innerorts ist das wahrscheinlich ein bisschen weniger ein Problem, also die Gefährlichkeit zumindest, aber es ist trotzdem was Unschönes, vor allem hier wieder nur diese Diskriminierung nur für Motorräder im Endeffekt. Ich nenne es einfach mal Diskriminierung. Gezielte Polizeikontrollen, unnützes Hin- und Herfahren. Die L580 soll konsequent überwacht werden und Bußgelder sollen verteilt werden. Ich meine, ist ja auch schon wieder ein Armutszeugnis, wenn sowas hier in dem Forderungskatalog aufgezählt wird, weil das bedeutet, dass es bisher nicht gemacht wird oder zu wenig gemacht wird. Und das ist eigentlich das Einfachste und das Effektivste und Beste, was man machen sollte. Und das ist das auch, was die sogenannten schwarzen Schafe dann wirklich aussiebt und die vielleicht zum Umdenken bringt.
und alle anderen dadurch eigentlich so gut wie gar nicht belästigt oder eingeschränkt werden. Die müssen halt vielleicht auch mal bei einer Polizeikontrolle anhalten und ihren Führerschein zeigen. Aber das ist jetzt kein Beinbruch, aber so können wenigstens alle jederzeit überall fahren. Besser wie wenn die Strecken komplett gesperrt werden, für alle eben. Problemstrecke Grünenplan Dellichsen. Lärmbelästigung, insbesondere am Wochenende von April bis Oktober. Belästigung, hohe Geschwindigkeiten in der Ortsdurchfahrt. Probleme durch ungünstige Ortsschildplatzierung. Ja, das ist auch schon wieder ein Armutszeugnis. Wenn man da das reinschreiben soll, dann ändert es halt ab einfach, wenn das was bringt. Warum muss das da mit einem Verkehrsversuch verbunden werden? Verstehe ich nicht. Vor allem ist das was man wahrscheinlich schon längst hätte erledigen können. Naja, Lärmbelästigung durch Einfahrt in den Ort mit hoher Geschwindigkeit und Abbremsen mit Motorbremse. Also auf Deutsch gesagt, ihr dürft es nicht bei der Ortschaft, wenn eine Ortschaft kommt, vom Gas gehen, ganz normal und da reinrollen oder halt dadurch eure Geschwindigkeit verringern. Ihr sollt die Kupplung ziehen und bremsen. Was den Verschleiß erstens mal erhöht, was den Benzinverbrauch erhöht, weil die Motorbremse beim modernen Motorrad, wenn die Motorbremse einsetzt, wird in dem Moment kein Benzin eingespritzt und der Motor verbraucht in dem Moment keinen Sprit und wird trotzdem am Laufen gehalten, dadurch durch die Schubumkehr. Und von dem her ist es meiner Meinung nach also umwelttechnisch schon mal ein Schwachsinn. Und von der Lärmbelästigung, klar, wenn ich jetzt die Kupplung ziehe, Gas an, zudrehe und so reinroll und bremse, ist es schon leiser. Aber es ist eigentlich ganz normal, dass man vom Gas geht und dass der Motor dann bremst. Das ist bei jedem Fahrzeug mit Motor so. Das ist, beim einen ist es vielleicht schlimmer, heftiger, die Motorbremse, beim anderen ist es weniger heftig. Aber deswegen wird der Motor auch nicht lauter. Der Motor ist trotzdem genauso laut, wie er vorher ist, weil der erhöht ja deswegen nicht die Drehzahl, nur weil du jetzt vom Gas gehst. Was ist denn das für ein Blödsinn? Im Gegenteil, die Drehzahl wird dann langsam niedriger. Also, verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Ist irgendwie meiner Meinung nach, das hat wieder irgendeiner geschrieben, der sich technisch wahrscheinlich null auskennt. Vielleicht bin ich auch zu blöd. Korrigiert es mich, wie gesagt, gern unten in den Kommentaren. Dann wieder hohe Frequenz der Motorräder, die an sich schon als belästigend empfunden werden. Alleine diese Aussage ist sowas von ein Armutszeugnis, sowas von eine Frechheit. Weil, wie gesagt, hier wird klipp und klar, ich verstehe es zumindest so, gesagt, wir wollen Motorradfahrer nicht. Wir wollen euch alle nicht. Ihr seid alle scheiße. Nicht nur von wegen, die Rasen sind scheiße oder irgendwie sowas. Oder die hier die Auspuffanlagen manipulieren, die sind scheiße, die wollen wir nicht. Nein, wir alle sind scheiße. Gott verdammt. Ach, ja, dann kommen wir zu den Maßnahmen, die umgesetzt werden wollen. Auch wieder eine Versetzung des Ortsschilds, wo ich mich frage, warum habt ihr das nicht ja schon vorher gemacht? Tempo 50 für Motorräder auf der L589 zwischen Grünenplan und Dellichsen, Freitag bis Sonntag, April bis Oktober und Feiertage. Also wir hatten gerade schon mal kurz das Thema, hier soll auf der Landstraße, nicht innerhalb der Ortschaft, sondern auf der Landstraße, nur für Motorräder Tempo 50 gelten. Ich kenne die Strecke jetzt nicht, ich weiß nicht, ob man da 100 fahren kann oder ob da allgemein vielleicht eine 80-Beschilderung schon ist, dass man da allgemein nur 80 fahren kann. Auf jeden Fall, Motorräder dürfen da in Zukunft nur noch langsamer fahren wie alle anderen, was zu gefährlichen Fahrsituationen führen kann und auch Motorradfahrer extrem gefährden kann. Also das kann wirklich zu lebensbedrohenden Situationen kommen. Gab ja auch den Verkehrsversuch, ich verlinke das Video mal unten oder hier in der Infobox auch mal. Da wurde das für Motorradfahrer nach diesem Verkehrsversuch extra aufgehoben, weil eben alle gemerkt haben, das Ganze bringt nichts, das Ganze gefährdet die Motorradfahrer. Und zur Sicherheit allgemein oder Lärmminderung oder was auch immer, trägt es nicht bei. Naja, anderes Thema. Dann kommen wir hier zu den Lärmpausen. Hier will man dann an jedem dritten Wochenende im Monat, also von Freitag bis Sonntag, im April bis Oktober und an den Feiertagen das einführen. Und auch das Tiroler Modell mit 90 dBA soll eingeführt werden. Auch Wochenenden von Mai bis Oktober, Freitag, Sonntag, also Freitag bis Sonntag und die Feiertage, Tiroler Modell mit 90 dBA. Problemstrecke Neuhaus. Hier auch wieder Belastung durch hohe Frequenz an Motorrädern an den Wochenenden. Stark und mehrfaches Beschleunigen und Abbremsen schon vor dem Ortsausgang, in Klammer ungünstige Geschwindigkeitsregelung, 100, 70, 100 und so weiter Richtung Schönhagen. Okay, wenn das das Problem ist, dass die Leute abbremsen, beschleunigen müssen,
Vielleicht sollte man an den Geschwindigkeitsbegrenzungen dann irgendwie was ändern. Ich weiß nicht, ich kenne die Strecke nicht. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, ob man da durchgehend 100 machen kann, durchgehend 70. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Von sowas bin ich natürlich nicht immer begeistert. Wäre aber vielleicht auch hilfreich, aber wenn damit argumentiert wird, dass hier Beschleunigung und Abbremsen das Problem ist und dadurch Lärm entsteht, dann macht es halt was dagegen. Also habt ihr anscheinend ja Möglichkeiten, so wie das ausschaut. Starkes Beschleunigen vor Ortsausgang Richtung Bofzen, Belästigung durch Motorlaufen, Standgas von Bikergruppen am Ortseingang Richtung Schönhagen. Also wenn die am Ortseingang stehen, dann ist da wahrscheinlich irgendwie ein Bikertreff oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und dann lassen die Leute ja wahrscheinlich die Biker auch Geld da. Das Thema hatten wir ja vorher schon mal. Wie gesagt, ob es jetzt in dem speziellen Fall so ist, weiß ich nicht. Ich war doch noch nicht, ich kenne die Örtlichkeit nicht. Das ist jetzt reine Vermutung von mir, aber nachher kommen wir dann auch noch mal zu so einem Punkt. Jedenfalls ist da eine Örtlichkeit, ist da ein Treffpunkt, ist da irgendwas, dann könnte man eben drauf schließen, dass, lasst euer Geld woanders, wir wollen euch nicht hier haben, wir wollen auch euer Geld nicht. Problemstrecke Laufenförde. Motorradlärmbelästigung, insbesondere am Wochenende, bla bla bla, Belästigung durch hohe Motorradfrequenz. Also überall dasselbe eigentlich, die wollen die Motorräder nicht. Lärmpegel durch hohe Frequenz an Zu- und Abreiseverkehr und sowie im Standgas laufende Motoren an der L550. Also Zu- und Abreiseverkehr. Also muss da auch wieder irgendwo ein Bikertreff sein. Ich weiß nicht, ob es nur ein Parkplatz ist, wo sich die Leute treffen. Oder ob das, keine Ahnung, ein richtiger Bikertreff ist mit Gaststätte oder wie auch immer. Aber ja, wollen sie nicht haben. Belastung durch hohe Motorradfrequenz, Belästigung durch Beschleunigen an Ortseingängen allgemein, Hin- und Herfahren und Alleinrennen auf der B241 Richtung Uslar bis in den Ort hinein. Dann kommen wir jetzt auch zu einem Punkt. Hier geht es ja, also ich weiß es nicht, falls ihr es jetzt nicht mitbekommen habt, vielleicht habe ich auch irgendwas falsch verstanden. Ich weiß es nicht. Aber hier geht es ja um Motorradlärm, also hier geht es um Motorräder. Deswegen finde ich diesen Punkt irgendwie geil. Ich meine, eigentlich schön, wenn es verallgemeinert wird oder nicht nur auf Motorrad bezogen wird. So soll es ja eigentlich sein, dass man eigentlich den Verkehrslärm allgemein betrachtet und nicht nur Motorräder. Aber hier geht es ja eigentlich, also das Ding ist ja doch ziemlich spezifisch auf Motorräder. Und dann, darum wundert mich der Punkt. Aber ist egal. Ganzjährige Fahrzeuglärmbelästigung allgemein durch hohes Verkehrsaufkommen, hohes LKW-Aufkommen mit zahlreichen Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der B241 und L550, bla 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 bla. Es ist ja eigentlich so, dass normalerweise sollte ja der Verkehrslärm allgemein betrachtet werden und versucht werden, gegen Verkehrslärm was zu machen. Aber wir müssen uns ja leider immer nur damit rumschlagen, dass man gegen Motorradlärm, gegen den sogenannten Motorradlärm was machen möchte. Und deswegen am liebsten wahrscheinlich, also viele würden die Motorräder wahrscheinlich wirklich komplett verbieten. Hier in dem ganzen Schreiben geht es die ganze Zeit nur um Motorräder. Permanent. Und jetzt auf einmal ein Punkt, der Verkehrslärm im Allgemeinen beschreibt und LKW-Lärm im Speziellen. Also da wird Motorrad nicht mal erwähnt in dem Punkt. Also finde ich kurios, passt da irgendwie nicht so ganz in das Schreiben rein, aber ja, sollte man vielleicht auch mal im Auge behalten. Aber jetzt ein weiterer Punkt, der richtig geil ist, und zwar die Beschwerden. Wir sind ja noch bei den Beschwerden bei Laufenförde. Keinerlei Kontrollen zu verzeichnen. Anscheinend gibt es hier keinerlei Verkehrskontrollen. Warum? Das ist das Erste und Effektivste, was man machen sollte. Warum wird es nicht umgesetzt? Warum? Klar, die Polizei hat auch Mangel an Mitarbeitern und alles, haben andere Sachen zu tun und überhaupt, vollkommen klar. Aber das ist wieder ein anderes Problem, oder an dem Problem sollte man halt nebenbei auch mitarbeiten. Aber zu sagen von wegen, wir haben da ein Problem, wir tun nichts dagegen, null. Wir sperren dafür die Strecke. Ist das eine Lösung? Oder wir wollen nichts dagegen tun. Also es kommt mir gerade so vor, als würde, ach ja, da ist ein Problem, meine Güte. Ja, ist mir eigentlich wurscht, ich will da nichts machen. Ich will mir da jetzt nicht irgendwie Stress machen. Sperren wir die Strecke einfach. Hier, bauen wir so ein Schild hin. Hey, was ist denn das für ein Versagen? Was ist denn das für eine Arbeitsverweigerung? Also, erbärmlicher geht es ja wirklich nicht mehr, oder? Also, das ist wirklich erbärmlich. Sorry.
Ja, Maßnahmen zur Lärmreduzierung, was man machen möchte, auch hier Lärmpausen an jedem zweiten Wochenende im Monat, Freitag bis Sonntag und Feiertage, April bis Oktober. Also das hat mir jetzt schon ein paar Mal, also eigentlich soll so ziemlich jede Strecke da dort irgendwann einmal gesperrt werden im Monat und immer die Strecke am ersten Wochenende, die Strecke am zweiten Wochenende, die Strecke am dritten Wochenende, also irgendwo ist dann immer gesperrt in dem Zeitraum, in dem dieser Test dann stattfindet. Auch interessant, dann Tiroler Modell möchte man einführen mit 90 dBA. Ich finde das, wie kommt man auf 90? Dann sollen Blitzer von hinten aufgestellt werden, also Blitzer, die auch von hinten blitzen, um Motorräder dann auch zu erfassen. Tolle Idee, tolle. Hätte man da nicht früher drauf kommen können, dass da kontrolliert wird, ist immer wieder bei dem Thema. Naja, gezielte Polizeikontrollen, die unnützes Hin- und Herfahren eben und Allgemeinrennen und Manipulation eben überprüfen sollen, bla bla bla. Dann am Ortseingang L550 nach Würgassen soll auch ein Blitzer aufgestellt werden. Wie gesagt, also ihr wisst ja, was man machen könnte. Ihr wisst es doch. Muss das in einem Verkehrsversuch umgesetzt werden mit lauter total bescheuerten anderen Vorschlägen? Kann man nicht die sinnvollen Vorschläge, hätte man die nicht schon seit Jahren umsetzen können? Ich weiß nicht, ich bin zu doof für die Scheiße, glaube ich. Echt, ich raff's nicht, ich bin zu doof dafür. Problemstrecke Ottenstein-Brevoerde. Die Attraktion der 13 Kurven, die fördert anscheinend ein unnützes Hin- und Herfahren und die Grenzen austesten. Also das ist anscheinend eine kleine beliebte Strecke bei Motorradfahrern, die halt gern mal zum zügigen Hin- und Herfahren genutzt wird. Das ist ein Problem. Dann starkes Beschleunigen schon vorm Erreichen der Ortsschilder. Hier möchte man einführen auch Lärmpausen wieder einmal an einem Wochenende im Monat, also hier wird nicht drauf eingegangen, welches Wochenende das ist, auch wieder Montag bis Freitag und Feiertag, April bis Oktober. Dann auch das Tiroler Modell mit 90 dB, auch wieder Wochenende, Feiertage, bla bla bla, wie es halt sonst auch immer ist. Eine Geschwindigkeitsreduktion auf 30 km/h, nur für Motorräder auf der gesamten Strecke von April bis Oktober, an Freitag bis Sonntag und an Feiertagen. Wie gesagt, ich kenne die Strecke jetzt auch nicht, aber wenn das so eine kleine Raserstrecke ist, also 30 klingt für mich ein bisschen heftig, weil wenn die Strecke so beliebt ist, da werden die Kurven wahrscheinlich deutlich schneller zu fahren sein auch, damit es auch einen zügigen Flow gibt und auch Spaß macht dementsprechend. Und das klingt für mich so, als würden da wahrscheinlich, also nach meiner Erfahrung ist es leider oft so, Kurven dabei sein, die kannst du, keine Ahnung, mit 80 oder mit 100 fahren und daran mit 30 und vor allem nur wieder für Motorräder mit 30. Und dann kommt von hinten irgendwie der UPS-Fahrer, der im Zeitdruck ist, oder Amazon-Fahrer oder die DHL oder so, ist ja scheißegal, der im Zeitdruck ist, die sowieso keine Kohle verdienen und Pakete ausfahren müssen ohne Ende und dementsprechend wirklich Stress haben und Gas geben von mir aus, damit sie auch mal heimkommen und ein bisschen Freizeit haben und rammen dann den Motorradfahrer über den Haufen, weil der in der Kurve den Motorradfahrer einholt. Ich weiß nicht. Nachtrag zur Problemstrecke. Grünenplan Dellichsen. Lärmbelästigung durch Motorradfahrer, dann gibt es anscheinend da ein Problem durch die Topografie und einer ungünstigen Schallentwicklung. Ob man da irgendwie großartig was ändern kann, ist natürlich die Frage. Eigen- und Fremdgefährdung durch Kurvenschneiden und Überholmanöver kenne ich hier in der Gegend eigentlich anders. Also das sind diejenigen, die Kurven schneiden und die andere gefährden, eher die Autofahrer. Und das ist wirklich übel. Also Motorradfahrer ist da weniger das Problem. Im Gegenteil, ich denke mir so oft, dass Autofahrer vor mir fahren, die Kurven schneiden, die eine Linie fahren, als wären sie auf einer Rennstrecke, wo ich mir jedes Mal denke, von wegen Alter, wenn dir ein Motorradfahrer entgegenkommt, der hat keine Chance mehr. Was man hier umsetzen möchte, dauerhafter Betrieb eines Lärmdisplays, spricht schon mal nichts dagegen. Also ich glaube, da hat kein Motorradfahrer was dagegen, wenn da so ein Ding aufgestellt wird, um es einem bewusst zu machen, wie laut man ist, solange sie auch wirklich richtig eingestellt sind. Da gibt es ja leider auch Beispiele, die von manipulierten Lärmdisplays oder da, wenn es mit einem Elektromotorrad vorbeifährst, die dann schon anschlagen. Hatte ich leider auch schon selbst erlebt, naja. Dann möchten sie allerdings auch wieder Tempo 50 auf einer Strecke nur für Motorräder einführen, was natürlich, wie gesagt, nicht so optimal ist. Rüttelstreifen, Querrillen, Verkehrshindernisse, in Klammer Rüttelstrecke wollen sie einführen. Ob dessen Lärm reduziert, ist auch wieder die Frage. Oftmals ist gerade Gegenteil der Fall, weil wenn da ein LKW drüber fährt, wenn da einer mit einem Hänger drüber fährt oder so, gibt es meistens noch viel, viel mehr Lärm wie vorher. Und ganz ehrlich, mit dem Motorrad, so ein Rüttelstreifen,
der juckt dich nicht. Je schneller du da drüber fährst, desto weniger merkst du. Also von dem her total der Schwachsinn. Aber meine Güte, unnütze Geldverschwendung meiner Meinung nach. Dann gezielte regelmäßige Kontrollen, Einsatz von zivilen Polizeimotorrad, PKW, gezielte Beobachtungen des Verkehrsverhaltens und Blitzermobil. Ja, spricht natürlich nichts dagegen. Das Tiroler Modell, nur mit 90 dBA. Das ist mehr oder weniger das, was geplant ist, das, was die Problematik auf den verschiedenen Strecken sind und was man dagegen machen möchte. Ganz oft war hier die Rede vom Tiroler Modell mit 90 statt 95 Dezibel. Wie gesagt, habe ich ein Problem damit und ist auch mehr oder weniger ein kleines Problem in Deutschland, weil es in Deutschland eigentlich gar nicht umsetzbar ist. Und zwar gibt es da auch vom Landtag von Baden-Württemberg ein Schreiben, die Drucksache 17-3344 vom 6.10.2022, auf die ich mich jetzt beziehe. Und da drin ist unter anderem zu finden, der Punkt 2, ist sie grundsätzlich bereit, auch auf ausgesuchten Motorradstrecken in Baden-Württemberg ein Modellprojekt ähnlich dem Tiroler Modell zu unterstützen. Und dann kommen wir jetzt zur Antwort. Das sogenannte Tiroler Modell, das auf Verkehrsverbote für Motorräder mit lautem Standgeräusch abzielt, ist der Landesregierung bekannt. Grundsätzlich ist dieses Vorgehen geeignet, besonders laute Motorräder zu adressieren. Also dadurch kann man besonders laute Motorräder eventuell rausfinden. Grundsätzlich ist es geeignet, sagen sie. Einschränkungen ergeben sich, da ein Zusammenhang zwischen Stand- und Fahrgeräusch nicht zwingend gegeben ist. Also eigentlich überhaupt nicht, aber naja. Eine unangepasste und lärmerhöhende Fahrweise beim Beschleunigen des Fahrzeugs und durch hohe Drehzahlen des Motors in den gewählten Gängen bei der Fahrt wird durch das Modell nicht unterbunden. Also bringt es nicht unbedingt was, dieses Tiroler Modell. Steht hier klipp und klar drin. Eine Umsetzung des Tiroler Vorgehens ist in Deutschland bisher nicht möglich, da verkehrsrechtliche Maßnahmen gegen bestimmte Fahrzeuge oder Fahrzeugtypen nur erlaubt sind, wenn hierfür ausdrückliche Rechtsgrundlagen bestehen, die es in Deutschland nicht gibt. Derzeit gibt es jedoch keine rechtliche Grundlage. Steht hier klipp und klar drin. Also hier steht klipp und klar drin, dass fürs Tiroler Modell weder mit 95 noch mit 90 Dezibel eine rechtliche Grundlage in Deutschland vorhanden ist. Also das darf eigentlich sowieso nicht umgesetzt werden. Von dem her finde ich das umso kurioser, dass man jetzt bei einem Verkehrsversuch einsetzen möchte. Und da schließt sich jetzt der Kreis. Da kommen wir jetzt wieder zu einem Punkt, den ich ganz am Anfang schon mal vorgelesen habe. Und zwar aus dem ersten Schreiben von der Deutschen Umwelthilfe, der mir vorliegt, und zwar vom 14. April 2023. Da steht klipp und klar drin, dass die Zahlen in den Zulassungspapieren der Krede mit der Realität nichts gemein haben. Also, sie wissen, dass dieser Wert nichts zählt, scheißegal ist, wollen aber trotzdem das Tiroler Modell einführen und nicht mit 95 Dezibel, wie in Tirol, nein, sogar mit 90. Sorry, ich kapiere die Scheiße nicht. Wie gesagt, das sind die Dinge, die mir vorliegen. Ich habe die ganzen Unterlagen dazu auch bei mir auf der Homepage hochgeladen. Die könnt ihr dort mal genauer angucken noch, beziehungsweise runterladen auf motorcycles.news. Da habe ich den Punkt Streckensperrungen jetzt auch wieder aktualisiert, beziehungsweise wieder zum Laufen gebracht. Da ist eine ganze Liste von, ja, hauptsächlich Deutschland drauf, wo Strecken in Deutschland eh schon gesperrt sind und welche gefährdet sind. Da werde ich natürlich jetzt das Ganze nochmal aktualisieren müssen. Da sind auch dementsprechend zu den meisten Strecken auch Artikel oder weitere Infos zu finden. Wenn ihr dazu zusätzliche Infos habt, dass sich irgendwo irgendwas geändert hat oder wie auch immer, schreibt es mich gerne an, gibt es mir da gerne Bescheid, dass ich da das aktuell halten kann, weil selbst kann ich das alles nicht wirklich überprüfen und dementsprechend, um das Ganze aktuell zu halten, bin ich da auf eure Hilfe angewiesen. Also danke an der Stelle, wenn ihr mich da unterstützt. Also wie gesagt, da findet ihr den ganzen Schmarrn hier auch. Und für mich ist das Ganze einfach nur ein Armutszeugnis. Für mich ist es absolut ein Armutszeugnis. Und wenigstens, aber auf der anderen Seite mal ehrlich. Weil diese billige Augenwischerei, diese billigen Ausreden wenigstens nicht vorhanden sind. Weil sonst heißt es ja immer von wegen, ja, gegen Motorradfahrer haben wir nichts. Ihr seid alle willkommen, Motorradfahrer sind wunderbar, alle toll, spitze, ole, ole, kommt alle her und lasst euer Geld da. Nur die Raser wollen wir nicht.
diese Augenwischerei, diese Lüge, zum Großteil einfach nur Lüge, steht hier drin nicht. Da drin steht klipp und klar, alle Motorradfahrer. Wir scheißen auf euch alle. Also zumindest verstehe ich so. Wie gesagt, ihr könnt mich gerne unten in den Kommentaren korrigieren. Und deswegen an der Stelle auch eine kleine Bitte. Hört's auf, hört's bitte auf, euch gegenseitig die Augen auszukratzen. Wir sind alles Motorradfahrer. Wir grüßen uns gegenseitig auf der Straße. Und zwar aus dem Grund, um zu zeigen, dass wir eine Gemeinschaft sind. Dass jeder Motorradfahrer und jede Motorradfahrerin mein Bruder oder meine Schwester ist. Wir sind eine große Familie. Mit dem Grüßen wollen wir das zeigen, dass wir zusammenhalten. Dann hört's auf, euch in den sozialen Medien gegenseitig die Augen auszukratzen und ständig zu behaupten von wegen, hey, das sind ja immer nur hier die gebückte Fraktion, die Reiskocherfahrer, ich fahr ja anständig, ich kann da nichts dafür, das sind immer nur die anderen, alle anderen sind schuld und ihr seid schuld und ihr seid schuld und deswegen seid ihr scheiße und ich bin toll. Hört's auf damit. Denn hier seht ihr es mal wirklich schwarz auf weiß. Ihr könnt es wirklich mal schwarz auf weiß nachlesen, dass nicht nur bestimmte daran schuld sind. Die Motorradfahrer im Allgemeinen, die Masse an sich ist nicht gewünscht. Motorradfahrer im Allgemeinen, egal ob es der Jobberfahrer ist, egal ob er, ne, keine Ahnung, 250er, 125er oder keine Ahnung, eine Bosshorse fährt. Leistung, PS, Fahrweise, alles scheißegal. Die wollen euch alle nicht. Und drum hört's auf, euch gegenseitig die Augen auszukratzen. Und drum fangt's bitte an, wieder zusammenzuhalten. Und wenn es irgendwo Demos gibt gegen sowas, verteilt es in die sozialen Medien. Sorgt dafür, dass es bekannt wird, dass so viele Leute wie möglich hingehen und geht selber auch hin. Und hört's auf zu sagen von wegen, ja, das ist mir scheißegal. Was interessiert mich die Strecke in Hamburg oder sonst wo? Da fahre ich sowieso nie, das ist 500 Kilometer weg von mir. Weil das ist nur der Anfang, das ist nur der Anfang. Die Strecke sperren's, die Strecken sperren's, die haben sie hier gesperrt. Die ist bei mir ums Eck rum. Ich würde die gern oft fahren, das ist eine geile Strecke. Darf ich offiziell aber nicht. Und so geht's weiter, so geht's weiter. So wird eine Strecke nach der anderen gesperrt. Und ich hoffe, dass bei diesem scheiß Verkehrsversuch wenigstens auch berücksichtigt wird, wie asozial die Scheiße ist. Weil wenn die eine Strecke nicht gefahren werden darf, verteilt sich das Ganze einfach auf die nächste Strecke. Deswegen hört doch keiner auf, Motorrad zu fahren. Bullshit. Aber, naja, schauen wir mal, was bei dem ganzen Schmarrn rauskommt. Vielen Dank fürs Schauen. Wie gesagt, ich verlinke den ganzen Schmarrn unten in der Videobeschreibung. Ignoriert es nicht, weil das betrifft euch vielleicht nicht, das betrifft mich auch nicht. Aber vielleicht schon morgen könnt ihr betroffen sein. Von dem her, haltet zusammen, unterstützt euch gegenseitig, hört auf, euch gegenseitig die Augen auszukratzen und tut was dagegen. Bis dahin, ciao.